Pistole spiegelt sich richtig weird irgendwie gerade beim Wasser. Weißt du, wie man das nennt? Wie nennt man das? Kennst die Antwort. Hand Showdown. Ja! Ah komm, fuck you, Crane. Es gibt so gewisse Grenzen. Ja. Diese Krähen haben diese Grenze gerade überschritten. Ich gehe mal direkt weiter nach Blanchett. Och man! Leck mich doch. War schon jemand hier? Ha, was? So. Ich schlage den Emulator. Hitbox funktioniert nicht. Ich schlag den Emulator nochmal. Hitbox funktioniert immer noch nicht. Ich habe einen kleinen Benutzer verloren. Hier war auch schon einer. Und die Hitbox funktioniert Boss immer noch nicht. Was ist bei Port Rica? Ich brauche mal gerade ein Medkit. Scheiße. Was ich damit sagen will, ja, Handschuhe. Komm, brenn, Zombie. Bless the big Balken. Hier ist ein Medkit. Ich hab auch was hier schon eins gefunden, aber danke. Was war das jetzt? Feuer. Und ein Arm, und der ins Feuer läuft. Und ein Monster, der darauf wartet, dass das Feuer vorbei ist, damit er sein Wurfmesser wieder aufheben kann. Hier oben gibt's Upgrade Points. Oh. Sag mal, hast du die Kasse hier nicht gesehen? Nö. Hab ich direkt nicht neben den Upgrade Points. Ich habe überhaupt nicht da hingeguckt. Ja, da könnte doch ein Gegner. Bin hier so rumgelaufen, okay, bla bla, okay, hey, guck mal, da sind Upgrade Points, okay, wieder zurück. Ja, dann gehen wir mal nach Port Rica, ne? Audi. Jedes Mal, wenn ich an diesem Tor hier entlang laufe, kriege ich Flashbacks.
als wir hier lang gelaufen sind, und dann haben die da beide rechts und links an der Ecke vom Tor gehockt. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber ich erinnere mich leider noch ganz gut dran. Und ich sehe gerade, ich habe meine Giftspritze, glaube ich, gar nicht genommen. Geh mich mal am Wagen in Reynard noch bedienen hier vorne. Ja, ich glaube, ich hole mir mal da den Toolbox noch. Jo, da will ich auch mal. Yay, eine Chaos Bomb. Yay, ich habe auch eine Chaos Bomb. Och man. Können wir ganz viel Chaos verursachen? Ja. Irgendwas gesehen? Nee, ich guck grad mit Darkseid, ob der Boss sich bewegt. Sieht mir aber nicht so aus. Grenze überschritten, schätze ich. Ja, die anderen schon. Scheiß Ast, der daneben liegt. Rot. Frage ist, wo sind die den Boss rötenden? Bossleer werden sie wohl nicht sein. Aha. Da hinten anscheinend. Nee, das ist außerhalb der Reichweite. Jetzt ist es auch weiß. Einer kommt näher. Ich sehe da nicht genug, ich bin zu offen von da, wo ich pieke. AKA, ich kann und will da nicht pieken. Heilen. Obwohl, das bringt mir auch nichts, wenn ich jetzt darüber laufe. Ich komme ja nicht auf den Highground hoch.
Tür ist zu. Also wenn die nicht rankommen, kann ich den Boss da drin machen. Ja, aber dann kommen sie wahrscheinlich ran. Ja. Ich kann, vor allem kann ich den Boss auch machen, ohne rauszukommen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist nur, dass sie wahrscheinlich dann rankommen. Ja, also wenn, dann würde ich aber auch mit rankommen, weil... Du gerade gerannt oder? Jo. Ja gut, ich dachte dann die. Und dann pushen die jetzt zu zweit und dann bist du wahrscheinlich wieder in so einer blöden Situation. Okay. Jetzt ist es auch wieder rot. Und ich will es auch laufen. Wo? Irgendwo da jetzt wieder weiß, irgendwo hinterm Boss leer. Ja, wahrscheinlich dann genau an der Grenze irgendwo. Ich könnte ja mal eine Chaos-Bomb da hinwerfen. Habe ich ja noch im Inventar. Joa, die habe ich auch noch. Bringt uns wahrscheinlich sonst eh nichts. Dann... Ich werfe auch mal einfach eine hier vorne hin. Dann warten wir einfach mal. Emulator an. Bisschen Chaos. Genau, mit dem Chaos. Ach, der Armut der jetzt hier oben. Hier wäre auch noch ein Generator. Kann ich den Motor auch noch anmachen. Ist das ein Großteil der Motor? Ja gut, man muss es nicht übertreiben. Doch. Kommt ein anderes Team aus dem Westen. Ja. Sind jetzt unter mir. Zwischen uns hier unten. Einer hilft. Werf mal eine Frag. Hilft. Tot. Die andere blutet. Pusche. Die ist direkt unter mir. Leider etwas viel Zombie-Agro hier. Ich kann jetzt auf den Mate abnehmen. Hier unten irgendwo. Ich hab sie gerade gesehen. Ich kann ja meine Frag hinwerfen. Okay, ja. Instant Peak Headshot 2,93 AKD. Das überrascht mich ja nicht. Ach, scheiße, das hat sich ja mit aufgehoben. Ah. Du hast noch eine Flash nicht vergessen. Ah ja. Chain Pistol mit Fanning. Funktionieren Flashes auch im Wasser? Nein. Push. Nicht mit der Sparks in der Hand. Funktionieren nicht im Wasser. Dankeschön. Ich muss mal heilen, mich aufheben und dann gucken, was wir machen. Mhm.
Oh Mann. Was schon wieder für ein Headshot, du. Türe. Türe. Mach doch erst die Türe zu. Danke. Gerne. Ich würde gerne den Boss töten. Ja. Naja. Erstmal so, die beiden. Der andere liegt hier im Dreck. Dudes looten. Und der andere liegt hier im Dreck. Conversion Pistol mit Fanning Instant Headshot. Wusste sofort, wo ich pieke. Jetzt ist wieder groß. Ja, natürlich, meinst du denn, die bewegen sich? Natürlich nicht. War absehbar, ja, aber ich wollte es ja trotzdem gerne genau wissen. Es war die Frage, ob die jetzt auch den gerade den Boss machen, aber hört sich nicht danach an. Von wo kommt man denn an das Boss-Leer dran? Über diesen Steg da und auf die, über die Leiter auf der Rückseite, wo die campen. Ja, genau. Das heißt, du kannst überhaupt nicht an das Boss-Leer oder in das Boss-Leer rein, wenn du nicht bei denen vor die Flinte läufst, quasi. Hm, ja. Ja. Was hatten die überhaupt für Waffen? Also eventuell eine Design-Flaw, aber ja nicht die erste in Hand. Irgendwer hatte eine Sparks, meine ich. Wahrscheinlich eine Sparks Sniper. Wird mich nicht überraschen. Das wäre aber dann ein bisschen komisch, wenn die so nah hier ran. Was heißt nah dran? Die sind halt auf der anderen Seite irgendwo im Matsch. Ja, Büschen drin. Ja, Gott. Das war unerwünscht. Ach Schütze komm, scheiß bei. Drauf. Dynamit dahin. Way! Okay, ich bin drin. Bleib du drüben. Bleib du, komm du nicht rüber. Ja, nee, ich bin nur gefahren. Ich will mein Leben wieder haben. Ein anderes Team. Hallo? Hunde aus Darrow, glaube ich. Thank you.
Okay, wieder voll. Ja. Soll ich auch mal ins Postlehrer rüberkommen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Sekunde, einmal Ruhe. Ja, neues Team aus Südwesten. Just as I expected. Ja. Wo hast du sie gehört? Gerade eben im Matsch, jetzt auf Holz ist wieder Matsch. Da hinten? Das ist aber Nordwesten, du. Nicht Südwesten. Gerade eben waren sie im Südwesten, jetzt sind sie rotiert. Ach Leute, die laufen sind schon so hier oben schon übers Holz, ja. Die kommen, glaube ich, jetzt gleich bei mir rein. Hier ist einer. Ich werf eine Heilbombe. Kein Trigger. Okay. Ja, das war dann wohl das Spark andere Sniper. Team. Ja, Spark Sniper. Überraschung. Dass es drei Teams sind, deswegen im besten Fall kriegen die beiden anderen Teams sich jetzt in die Wolle. Glaubst aber auch nur du. Ich hoffe. Ich glaube nicht unbedingt dran. Schöner Schuss. Ich mag den Spot. Damit rechnet nie jemand. Man selbst ist fast unsichtbar von der anderen Seite. Man hat die Fässer vor sich, falls die einfach random. Okay, da ist wohl einer disconnected. Oder ein Messer. Nee, ich glaube. Na, obwohl der hat ja auf. Obwohl der hat wahrscheinlich versucht, auf mich zu werfen. Wahrscheinlich habe ich den gekillt und der hat sich gedacht, oh scheiß drauf. Alter 4. Ja. Gucken wir mal. I am surrounded. Da einer und da einer. Die zwei sind gehören zusammen und der ist alleine. Die Frage. Hast du vielleicht diesen, wie heißt der Trade nochmal? Necromancer? Mit dem. Ja, genau. Nö, habe ich nicht. Schade. Jetzt wäre er, glaube ich, ganz sinnvoll gewesen. Bisschen weit weg. Ja, gut. Ja, sind doch nur und noch zwei. Da. Okay, ja gut. Einer da und einer hier. Aus jedem Team dann wahrscheinlich einer, oder? Nee. Nee, ich glaube, okay, die sind zusammen. Sind tot, der eine kam von da, ist jetzt nach hier rotiert und der andere war die ganze Zeit da hinten, der hat dich gekillt. Ja. Ich glaube, der hockt da hinten im Busch, oder? Da ist ja ein Loch. Ganz vergessen. Ich weiß nicht genau, wie nah der ist. Das ist ein bisschen mein Problem gerade. Weil der da ist auf jeden Fall näher. Was zum Werfen? Nee. Ich glaube, der ist hier unten am Haus. Wollen wir da vorbei? Nee. Spark Sniper, ne? Ja. Wollt's nur nochmal gesagt haben, nicht, dass der Lichter die Schlitze sieht. Dann. Ping.
Ich glaube, ich benutze die letzte Sekunde, um zu gucken, ob er hier unten direkt sitzt. Wenn er hier unten sitzt, kann ich rauspushen mit der Winfield, ihn vielleicht killen. Naja, der sitzt hinten auf der Insel. Der aimt entweder dahin oder oben aufs Fenster. Wahrscheinlich abwechselnd. Muss da unten irgendwo sein. Ich glaube, wenn er oben gewesen wäre, hätte ich ihn gesehen. Fuck. Ich glaube, ich push hier raus, renne über den Steg darüber. Versuche den zu killen, weil ich... Du kennst mich ja, ich bin ungeduldig und ich habe keinen Bock hier rumzusitzen. Ja, an sich war es ja sonst eine ganz gute Runde. Ich glaube, ich habe ihn gerade gehört. Ah. Lul! Ah, jetzt kommt der andere. Genommen. Ups, das ist nicht gut. Das sollte für ihn eigentlich ziemlich einfach sein, seinen Mate wieder auszumachen. Ja, aber dann weiß ich, wo er ist. Zumindest erhoffe ich mir das. Kannst du mir deine Position beschreiben? Du musst dir vorstellen, das ist ein Haus, das ist praktisch halb geöffnet. Und ich liege jetzt. Ist das genau mit in dem Generator Haus. Drin? Ja. Du liegst aber auf der Südseite. Von dem Generator. Ich meine, ich liege direkt vor dem Generator. Ausgebrannt. Interesting. That is very interesting. So either he's a dickhead oder er hockt immer noch und campt jetzt irgendwas ab.
Aimt wahrscheinlich nicht deinen Body ab oder so. Aimt er wahrscheinlich, ja. Was macht man da am besten? Zombie sein. Da liegst du drin, ja? Mhm. Meiner Seite. Ja. Davor. So oder so, wenn er da hockt, von wo der mich auch gesniped hat, dann kannst du mich, glaube ich, nicht aufheben. Wie viele Meter waren das? 73 Meter Headshot durch die Wand. ...1,9er KD. Spark Sniper Felis. Ich hoffe einfach mal, er aimt den Body nicht ab hier. Jetzt sind wir noch da hinten. Hat sich wirklich nicht bewegt. Interessant. Ich mag den Winkel nicht. Gern ein bisschen mehr dahin werfen. Ich weiß nicht, ob ich hier oben drauf stehen kann. Kann ich. Flach, da komme ich nicht weit genug. Ich müsste, glaube ich, so werfen. Chokebombs brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Gesehen? Nee. Versuch so ein bisschen anzutäuschen, dass ich einfach weggehe gerade. Die beiden Dudes da unten, die wir am Anfang gekillt haben, hast du die schon gelootet? Ja. Okay.
Ich könnte halt jetzt easy rausgehen, ohne dich aufzuheben, aber das will ich nicht. Der hockt da hinten im Wald und aimt dich ab. Eigentlich kannst du gar nichts anderes machen, außer rausgehen. Ich meine, vielleicht könntest du ja, ich kann den halt pushen versuchen. Ja. Ich weiß nicht, musst du entscheiden. Mir wäre es eigentlich am liebsten, wenn er einfach die Bounty aufheben würde, dann wüsste ich, dass er im Bosslayer ist und dann kann ich dich aufheben. Vielleicht tut er das ja jetzt gleich auch. Aber wenn der Spark Sniper spielt und eh schon die ganze Zeit nur da hinten in der Ecke hockt, glaube ich das kaum. Der wird sich wohl nicht einen Meter weiter vorbauen. Das glaube ich auch. Der ganze Fall-Damage immer überall. Ich versuche hier vorne rum an ihn ranzukommen. Das Blatt Blueprints, ja? Irgendwas zum Freischalten? Ich habe es ja auch noch einmal so eine Blueprint gefunden und ich habe gedacht, das wäre nichts da. Sah ein bisschen komisch aus, deswegen habe ich geguckt überhaupt. Da hockt er irgendwo da vorne. Dem Gebüschkram da. Seit dem letzten Mal checken ist er vielleicht auch rotiert. Ja, gut. Ich da irgendwie nicht, aber glaube ich auch nicht, nachdem er sich nicht bewegt hat die ganze Zeit. Da hinten, da hockt er bestimmt. Da! Jawohl! Saftsack! Fucking Camper Noob! Ja, hätte ich sogar aufheben können von hier. Ja, gut. Puh. Ja, das war doch interessant. Denn hier unten kann man nicht looten. Kannst im Bosslayer dir mal die Bounty erstmal holen. Ja. Dann einmal checken. Alles klar. Okay, also wir haben den Typen hier unten, den man nicht looten kann. Dann kannst du den da vorne looten. Auf dem Balkon, auf dem Vorsprung da. Dann die beiden hinten hast du schon gelootet. Dann dieser eine Typ, den ich gerade gekillt habe. Und dann noch irgendwo, lang im Norden im Wald irgendwo liegt wahrscheinlich irgendeiner im Busch, der disconnected ist. Ja, dann was hatte denn ja, Winter Silence und Lamatt. Scheiß rumgekämpft, ey. Wo war der eigentlich? Hier vorne irgendwo, ne? Ich meine hier. Ja, hier liegt er. Lamatt und irgendwas anderes, ich kann es nicht sehen. Spark Sniper. Überraschung. Achso, hat's dir eben schon gesagt. Wer war der andere mit der Spark Sniper? Wie? Nee, war das die hier? Das viel Silencer und eine Lematte. Ich
Ich glaube, es gab nur eine Spark Sniper und das war Nee. Ich glaube, im Norden, der im Busch sitzt, hatte auch noch eine Spark Sniper. Okay, na gut. Hat der hier gehabt? Oh, ja, ich habe nochmal eine Chaos Bomb gelootet. Wetterli und. Eine Apak. Eine Pax. Wetterli und Pax. Können wir noch gucken, ob wir den hier im Norden noch finden. Muss ja eigentlich hier irgendwo in einem Busch sitzen. Liegen, beziehungsweise. Also. Hat gesessen, liegt jetzt. Mhm. Einfach mal durch ein paar Büsche hier durchlaufen. Vielleicht ploppt irgendwo ein F-Drücken auf. Hier drin glaube ich nicht. War ja auch recht laut, also so weit kann es nicht weg gewesen sein. Nee. Aber hier sind halt so viele dichte Büsche. Ah, da, gefunden. Keine Ahnung. Vielleicht wurde er auch von dem Winfield Silencer Typ gekillt. Zwar ja, Sniper. Aha. Und Fanning Pistole. Ja gut, dann haben wir das auch geschafft. Stamina Shot. Was will ich denn damit? Das hat ja gar keine Kamera. Sehr gut gespielt am Ende. Ja. Ging mir ein bisschen zu langsam, zu langweilig, aber was willst du halt machen? Mhm. Ich weiß halt genau, wie der sich verhält die meiste Zeit, also zumindest glaube ich das zu wissen, ne? Und was sich ja jetzt auch rausgestellt hat, ist es genauso gewesen, wie ich vorhergesehen habe. Ja, hat einfach nur rumgehockt und gewartet. Was mich nur überrascht hat, dass er nicht gepusht hat, als ich seinen Teammate gekillt habe. Weil das, ja, da wo der rumgelaufen ist, hat der andere den, wenn der da gehockt hat, ja auch definitiv gesehen. Also bin ich mir fast sicher, dass die zusammengehört haben. Wobei es mich nicht wundern würde, wenn der andere Spark-Sniper-Typ zu ihm gehört hätte. Aber dann hätte er auf den anderen schießen müssen. Na, komisch. Auf jeden Fall hat er sich danach total vorhersehbar verhalten. Leider gab es nicht so viele Möglichkeiten, dagegen was zu tun, wegen seiner Position. Ja, du checkst, ne? Ich habe keinen Boost mehr. Ja. Clear. Five mit Headshot, bitte. Wenn du eine siehst. Das habe ich mir aber auch verdient. Das haben wir uns verdient nach dieser Scheißrunde. Nach den Scheißrunden davor und dann der Kack, der diese Runde schon passiert ist, wieder. Ja. Der Instant Headshot von dem, den ich kassiert habe, den ersten. Und dann der bescheidene Spark Sniper Dude, der danach noch 20 Minuten im gleichen Busch gesessen hat. Es waren, glaube ich, wirklich 20 Minuten. Das ist... Ja, das war auch nicht übertrieben gemeint jetzt.